Für meine Weltreise bin ich in Rumänien unterwegs und in diesem Video bin ich in Poiana Brașov. Poiana Brașov ist das größte und luxuriöste Bergresort in Rumänien. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Azuga, das ist ein Ort hier in der Umgebung von Brașov. Und es gibt noch einen Ort, Poiana Brașov, da gehen wir morgen hin, da gehen wir, ja, ich natürlich nicht, aber die anderen Jungs gehen da Skilaufen. Die Holländer, die können das eigentlich nicht, aber mal gucken, ob die beiden Holländer das können. Also es wird ein sehr cooles Video. Ich werde alle 197 Länder der Welt bereisen und ihr könnt mit dabei sein. Ihr könnt einfach gratis abonnieren auf meinem Kanal, durch einfach hier den Button zu klicken. Liken und abonnieren. So, wir sind hier. Schöne Straße hin. Im Wald. Rein. Also man muss da ein bisschen durchfahren und dann ist eine Schranke. Muss man sagen, wir müssen Snowmobile fahren und dann fährt man ungefähr so einen Kilometer noch im Wald rein und dann ist man hier wunderschön. Jetzt mal gucken, ob welches Schneemobil wir bekommen. So, sind wir bereit, Jungs, oder? Sitz hat schon hier, der macht schon die Bäume, macht er platt hier mit seinem Holzhacke-Shirt an. Ich ging so einen Anzug an und einen Helm natürlich. Der Sitz hat Probleme im Helm. Ja. Sein Kopf ist zu groß. So, Helm auf. Ich weiß nicht, ob du uns noch hörst. Aber wir haben jetzt einen Helm auf, am Anzug an. Wir jetzt 3 Stunden fahren. 3 Stunden. In Begleitung und hoffentlich einen schönen Sonnenuntergang. Ist ein bisschen bewölkt, aber mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, erstes Mal, dass ich das mache. Bin echt sehr gespannt. So, eine kurze Pause, ist ein bisschen Schneesturm hier, weil der ganze Schnee weht hier ja, rauf, aber es ist wunderschön. Also die Umgebung ist unfassbar schön. Schau mal! Und ich glaube, hier ist ein bisschen jetzt Wind im Mikro. Aber gut, macht nichts. Ist ja nur für ein paar Sekunden. Diese wunderschöne Bude. Wir sind zurück, 3 Stunden, das war die Tour und war echt mega, mega schön. Also die Umgebung, natürlich auch das Fahren mit 60, 70, 80 Stundenkilometer. Also war Hammer, also manche Stücke nicht die ganze Zeit. Und jetzt müssen wir diese Klamotten weggeben und dann fahren wir Richtung Brașov wieder, da werden wir was essen. Werden wir euch auch natürlich zeigen, wo wir heute Abend hingehen und dann, ja, dann gehen wir, morgen gehen wir dann Skifahren. Das ist ein anderes Skigebiet, heißt Poiana Brașov, so ungefähr 20 Minuten von Brașov. Zeige ich euch alle, wo das liegt genau. Es ist echt wunderschön hier. Zurück im Apartment. Wir haben uns frisch gemacht. Und jetzt gehen wir in die Stadt wieder rein, Brașov. Und haben wir was ausgesucht, ein Restaurant. Und wir werden, glaube ich, ein halbes Schwein fressen. Wir haben Sonnenhunger. Ja, nur ein bisschen gefrühstückt heute. Und ja, mal schauen, was wir da bekommen. Wir haben nicht so lange Zeit, weil bis 10 können wir nur da bleiben. Also, wir müssen uns entscheiden. Schöner Hamburger. Ja. Salvo und. Es sieht ja nichts. Jürgen, sie meint. Hat nichts. Ich bin Ivo. I give you Kalinka in the morning. It is dark zonder zorgen. Hey, what? That is. What? Okay, cheers. Yeah. Cheers.
Oh, es ist 9 Uhr morgens. Oh! Die Jungs gehen jetzt Skisachen mieten. Ich bin mal gespannt, wie viel das kostet hier. Ob das genauso teuer ist wie in Österreich. Dann. Genauso teuer wie in Österreich, denkst du? Hoffentlich nicht. Okay. Also wie es aussieht, ist da oben, müssen wir hoch, also mit dem Fahrstuhl, also nicht mit dem Fahrstuhl, mit dem Skilift, müssen wir hoch und ja, und dann gehen wir zur Piste. Ich werde selber nicht Skifahren heute, weil ich immer ein bisschen aufpasse mit Auftritt und so weiter, dass ich mich nicht verletze. Aber trotzdem, ich werde da oben am Chalet arbeiten, muss man eine wunderschöne Aussicht haben und man kann, glaube ich, dann auch runterlaufen, wie ich so gehört habe. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, so hoch mit dem Skilift und runter dann schön laufen, wandern. Da ist noch ein Waldgebiet, da kann man schön durchlaufen. Also mal schauen, die Jungs sind noch am Umziehen und dann gehen wir hoch. Also es ist echt viel zu tun hier, es ist echt viel los. So, was kostet jetzt? Ja, ist mir klar wohl. Nix? Ja. Nix? Ja. So, laufen wir mal. Ich bin ja ausgeleitet, bin ich. Ja, letzte Mal. Ja? Dan. Letzte Mal. Jill, Dan. Ich liebe dich. Pass gut auf, Jungs, mach keine doofe Sachen. Ich hab ein paar Linkas unterwegs. Ich laufe jetzt auf der Piste hier. Muss hier runter zum Chalet und da gehe ich heute arbeiten ein bisschen und von der Aussicht genießen. Es ist spiegelglatt hier, aber ich kann hier eigentlich runterrutschen. Und? Schön? Schön, wirklich schön hier. Ja? Oh. Sehr gut. Na, du bist am Schwitzen richtig. Aber ich bin jetzt noch ein Beginner. Ein Anfänger. Ja, Anfänger. Anfänger bist du. Oh, das bin ich. Da macht keine Ecke nicht. Guten Appetit dann. Guten Appetit. Ja, danke. Mit der Zeit muss man mal sowas essen. Oh, kommt Drank an. Kommt der Drank an. Immer gut. Drank? Was? Wasser? Wasser. Alexandro, got some nice beer. So, Pause ist vorbei und die Jungs gehen jetzt nochmal runter und ich laufe runter. Mal gucken, ob das irgendwie hinbekomme. Schauen. Also eine Stunde, sagen sie, muss man runterlaufen. Was ist jetzt? Bist du kaputt? Kaputt. Bin kaputt. So, wir gehen jetzt zurück zum Apartment mit dem Auto und Alexander hat irgendwie was geregelt in einem Restaurant. Und Sitze hat auch was geregelt. Ein Hardtop! Ja, Sitze küsst ab und zu, weil, ja, macht doch nichts. Wir werden auf jeden Fall ein Hardtop haben wir heute Abend geregelt. Wird auch sehr cool. Ja, hier war fantastisch der ganze Tag.
Und ja, jetzt gehen wir mit dem Auto eine halbe Stunde fahren und dann essen im Brașov. Jetzt. Super. So, kurzer Halt für ein schönes Panorama. Da hinten liegt ja, die Stadt Brașov. Und ja, kann ich euch mal zeigen, ein bisschen Bilder davon. Und jetzt mal ein Foto für Instagram. Könnt ihr auch schauen auf Instagram. Wir haben uns entschieden für Café Hirsche. Mal gucken, ob wir da einen Platz bekommen oder reservieren müssen. Aber muss gut sein. Keine Ahnung. Smoke, Sam. Wie geht's? Oh, das Bruschetta mit Anchovies. Pinchas. Red Snapper. Filetto. Parmigiano. T-Bone. Und was ist Dessert? Haben wir Cheesecake und Tiramisu. Hot up. Muskulierte Männer. Muskulierte Männer. Ja, da geht ein muskulierter Mann drin. Oh, warm? Kalt oder warm? Oh. Warm? Hä? Oh. Was? Super warm. Ja. Oh. So, wir sind jetzt schön im Hot Tub mit uns dreien. Ja, so, das war ein schöner Vlog. Wir sind wieder frisch und munter und ja, im nächsten Video gehen wir nach Bukarest und da haben wir auf jeden Fall ein Hotel umsonst. Da werden wir im Moxie Hotel schlafen in Bukarest und da werden wir einen Tag verbringen. In die Stadt mal gucken, was da so zu tun ist in der Altstadt von Bukarest. Ja, wird alles sehr schön. Alles im nächsten Video könnt ihr das sehen. Und bis zum nächsten Mal. Schön abonnieren und wir sehen uns. Tschüss. Hallo, mein Name ist René Usinus von den Cappuccinos. Und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.